Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Ich stelle euch ein neues Aroma vor, und zwar von 510 Cloud Park. Das Cinnamon oder Cinnamon Bakery heißt das Ganze wohl. Gibt es jetzt auch ein neues Design, also davon lasst euch nicht abschrecken, obwohl ich dieses Design wesentlich, wesentlich besser finde. Kostet 10 Euro, ist ein Longfill-Aroma, das heißt, ihr habt hier 17 Milliliter Aroma drin. Füllt das einfach mit Base, mit Nikotin auf. Ich habe das Ganze jetzt hier sub-ohm angemischt, also mit 70-30 Base, und nutze es in Geräten, die viel Dampf machen. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach MTL anmischen, entweder mit derselben Base oder 50-50 Base. Damit soll es auch sehr gut funktionieren. Ich habe es halt jetzt nur so getestet. Ich werde euch die Beschreibung mal ganz schnell vorlesen, weil die, finde ich, ist relativ interessant geraten. Cinnamon Bakery lehnt an eine eher amerikanische Interpretation des schwedischen Klassikers an. Was irgendwie auch ein interessanter Satz ist, weil eine amerikanische Interpretation heißt dann in Bezug auf Süßigkeiten einfach nur, dass es verdammt süß ist, würde ich sagen. Also anders kann ich mir das Ganze nicht erklären. Frisch gebackene Zucker-Zimtrolle, welche ausschließend in heißem Öl leicht frittiert wurde. Durch den Frittiervorgang entsteht eine knusprige Zucker-Zimt-Schicht, die geschmacklich den leckeren Hefeteig zusätzlich untermalt. Ein echter Gaumenschmaus für Liebhaber vom süßen Zimtgebäck mit einem Hauch von Donut. Ich habe ewig lange gewartet, bis ich dieses Aroma hatte. Das war ja wirklich im Winter, war es ja richtig im Hype. Hatte ja auch mit vielen Vape-Shops Kontakt, und die meinten auch, das hat sich verkauft wie sonst was. Ich bin jetzt halt leider erst rangekommen, weil ich selber keinen Shop hatte, der das quasi auf Vorrat hatte. Ist genau wieder meine Geschmacksrichtung, also auch so dieses Zimtige, dieses Gebäck, dieses Süße ist wieder genau mein Ding. Ich habe es verglichen mit den Capella Cinnamon Roll. Das ist ein Aroma, 12 Milliliter, was ziemlich identisch ist, vom Geschmack her sein soll, und finde ich auch ziemlich identisch dahin kommt. Ich habe ziemlich viel von diesem Aroma erwartet, weil ich halt so viel davon gehört habe und dass es sich halt so gut verkauft. Was mich überrascht hat, du hast eine extrem starke Hefeteignote. Jetzt nicht so in die herbe Richtung, sondern wirklich diese Teignote, wie du sie dir bei einer Zimtrolle vorstellst. Also mit frittiert oder sowas kann ich nichts anfangen. Aber wirklich so, ihr kennt vielleicht vom Discounter, gibt es auch so diese Zimtschnecken, die gar nicht mal so süß sind, aber halt wirklich eine schöne, schöne Teignote haben. Und dann in der Mitte halt so wirklich diese Zuckerglasur, die da drinne ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so diesen Teig, der nochmal wesentlich süßer ist, als er so normal, wenn ihr das isst, schmeckt. Und da drin wirklich diese Zuckerglasur richtig schön fett aufgetragen. Ist so von dem her noch besser, als ich es erwartet habe. Ein bisschen anders, dadurch, dass die Hefeteig, also diese Teignote, diese süße Teignote wirklich sehr, sehr im Vordergrund ist, finde ich das wirklich genial getroffen. Im Hintergrund halt auch noch sehr, sehr überpräsent ist dieser Zimtgeschmack, der, finde ich, sehr angenehm rauskommt, auch nicht diesen Schaleneffekt verursacht, sondern wirklich halt mit diesem Teig wunderbar einhergeht. Ein sehr, sehr intensives Aroma, also ja, seit langer Zeit eigentlich so mit das intensivste, was ich gedampft habe. Also selbst wenn die Geschmacksnerven mal tot sind, das schmeckt ja auf jeden Fall. Die Zimtnote kommt halt immer sehr, sehr präsent mit raus. Der Teig, wenn du das wirklich den ganzen Tag dampfst, also ich habe jetzt hier die Flasche halb leer, dann verschiebt er sich immer weiter in den Hintergrund, aber wirklich mega, mega süß. Mega, also ich finde es hochwertig getroffen. Und was ich halt hier genial finde, ist, dass du das halt einfach dauerdampfen kannst und die Süße relativ natürlich rauskommt. Ich habe bei vielen Aromen einfach das Problem, dass wenn es zu süß ist, dann kriege ich irgendwie extrem Hunger. Bin ich auch nicht der Einzige, sondern irgendwie diese Süßungsmittel, wenn die übertrieben eingesetzt sind, das habe ich hier nicht. Ich kann das morgens, abends durchgängig dampfen, am besten halt zum Kaffee natürlich. Und da funktioniert das für mich ziemlich gut. Für die Leute, die schon von Capella das Cinnamon Roll kennen, damit zufrieden sind, die brauchen das nicht unbedingt. Wer aber sagt, okay, ja, ich will mal den Vergleich rausfinden, für den lohnt sich das wahrscheinlich, und wer allgemein so auf dieses Zimtige steht.
Ja, ein bisschen längeres Video. Ich glaube, ich habe es aber ganz ausführlich umrundet. Also ich bin begeistert von dem. Ich werde es mir, denke ich, nächstes Mal noch irgendwie mitbestellen und nochmal MTL austesten. Aber für den Sub-Ohm-Bereich bin ich auf jeden Fall mega zufrieden, auch im Langzeittest. Ja, bedanke mich fürs Ansehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Kommentar unten rein, falls ihr es selber getestet habt. Damit könnt ihr anderen natürlich auch nochmal ein Feedback geben, ob das ja für die auch was ist. Da könnt ihr eure Meinung nochmal mit reinschreiben. Und dann verabschiede ich mich. Bis dahin.